Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Vor wenigen Monaten haben wir hier zum ersten Mal innerhalb dieser Legislaturperiode über die Herabsenkung des Wahlalters auf 16 debattiert. Zwischenzeitlich gab es eine Anhörung, und die Anhörung hat viele gute Argumente dafür geliefert, das Wahlalter bei 18 zu belassen, und relativ schwache Argumente dafür, das Wahlalter auf 16 herabzusenken. Beginnen wir mit dem einfachsten und naheliegendsten. Das Wahlalter bei 18 zu belassen, bleibt natürlich Bestandteil eines einheitlichen Systems. Auch die Vorredner haben es ja gerade schon häufiger erwähnt. Mit 18 haben wir nun mal in unserem Land die volle Geschäftsfähigkeit. Wir haben, die jungen Menschen werden strafrechtlich zur vollen Verantwortung gezogen, zumindest rein theoretisch. Praktisch sieht es ja eher so aus, dass das meistens erst ab 21 sogar geschieht. Ich darf ab 18 alleine einen Pkw fahren. Ich darf an der EU-Wahl teilnehmen und auch die Mitglieder des Deutschen Bundestages wählen. Wieso also ausgerechnet bei der Landtagswahl jetzt das Wahlalter auf 16 herabzusetzen ist? Das kann natürlich auch als Willkür ausgelegt werden. Wir haben ein einheitliches System. Das 18. Lebensjahr scheint eine sinnvolle Benchmark zu sein für einen gewissen Reifeprozess. Wieso jetzt 16, warum nicht 17, warum nicht 15? In der Beratung im Ausschuss hatte Frau Paul von den Grünen ja auch gesagt, naja, mit 16 hätte man schon auch eine gewisse Mündigkeit und eine gewisse Reife. Ja, in der Tat, die wollen wir den jungen Menschen auch überhaupt nicht absprechen. Aber warum diese gewisse Mündigkeit jetzt dazu ausreichen soll, eine so wichtige Entscheidung zu treffen, wie die Mehrheitsverhältnisse in einem Landtag sich zusammensetzen. Und weil ja auch die Zusammensetzung des Landtags letzten Endes entscheidet, wer dieses Land regiert, wer zum Beispiel einen Innenminister stellt und so weiter, das erschließt sich uns nicht. Zum nächsten Punkt wurde sehr häufig die Politisierung der Jugend genannt. Ja, es ist natürlich gut und richtig. Ja, junge Menschen sind auch politisch interessiert und politisch engagiert. Junge Menschen sind in der Regel, wenn sie sich politisch engagieren, auch eine ganze Ecke rebellischer, als man es im fortgeschrittenen Alter ist. Das kann fast jede Partei auch anhand ihrer eigenen Jugendorganisation beobachten. Die Jusos haben eine ganz andere Agenda als die SPD. Und auch unsere junge Alternative ist häufig etwas forscher, als es die Mutterpartei ist. Und man sieht es ja auch an den Aktivisten von Fridays for Future, die hier immer wieder als Beispiel genannt werden, warum die Jugend gerade jetzt so viel politischer ist, als sie es in anderen Zeiten waren. Fridays for Future betont immer wieder auch, dass sie sich eben nicht parteipolitisch vereinnahmen lassen wollen. Ja, viele Protagonisten machen eigentlich sogar sehr deutlich, dass sie überhaupt gar kein Vertrauen ins Parteiensystem haben. Die Shell-Studie hat auch gezeigt, ja, es gibt einen kleinen Anstieg, was das politische Interesse bei jungen Menschen betrifft, aber es ist kein signifikanter Wert. Und man muss auch dazu sagen, wir sprechen über von Jugendlichen, aber in der Regel werden auch junge Menschen bis zum 25. Lebensjahr dort betrachtet. Warum sollten wir also diesen Zeitgeist hinterherlaufen? Was wäre denn zum Beispiel, wenn in Nordrhein-Westfalen Heerscharen zur jungen Alternative strömen würden? Also wie zum Beispiel in den neuen Bundesländern, in den ostdeutschen Bundesländern, hatte ja auch gerade die AfD hervorragende Wahlergebnisse bei den jungen Wählern. Also in Thüringen zum Beispiel waren die Wähler unter 30, wäre die AfD stärkste Kraft gewesen. Wenn das ein ähnliches Szenario in Nordrhein-Westfalen gegeben hätte, ich bezweifle, dass wir heute über die Herabsenkung des Wahlalters sprechen würden. Als wichtigster Punkt allerdings kam auch in der Anhörung zum Tragen, dass die Herabsenkung des Wahlalters ein Mittel gegen die Politikverdrossenheit sein soll in diesem Land und zu einer höheren Wahlbeteiligung zumindest mittelfristig oder langfristig führen soll. Das ist meiner Meinung nach der spannendste Punkt an dieser Auseinandersetzung, weil zum einen, wie ist es denn in den Bundesländern, wo das Wahlalter schon auf 16 herabgesetzt wurde? Also sowohl in Bremen, Hamburg als auch Brandenburg haben lediglich zwischen 45% und 52% aller 16- bis 17-Jährigen überhaupt ihr Wahlrecht in Anspruch genommen. Die Wahlbeteiligung der jungen Leute lag deutlich unter dem Durchschnitt der generellen Wahlbeteiligung. Das ist das eine. Aber zum anderen, und das wiegt meiner Meinung nach doch viel schwerer, beobachten wir auch in Nordrhein-Westfalen, im ganzen Land, aber vor allen Dingen auch in den Städten, dass es doch einen Zusammenhang gibt
zwischen der Segregation, einerseits der sozialen, demografischen, ethnischen Segregation und aber auch der Differenzierung in der Wahlbeteiligung. Also je niedriger der sozioökonomische Status einer Region, desto niedriger ist die Wahlbeteiligung. Im Umkehrschluss heißt es, je besser es den Menschen gibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie auch zur Wahl gehen. Es ist ja eigentlich absurd auf den ersten Blick. Man könnte ja meinen, gerade wenn es mir schlecht geht, wenn ich in einer miserablen Situation lebe, dann ergreife ich das Wahlrecht, dann erhebe ich meine Stimme in der Hoffnung, etwas zu verändern. In der Realität sieht das allerdings ganz anders aus und das ist auch nicht neu. Selbst Bertolt Brecht hat schon vor 100 Jahren in der Drei-Groschen-Oper gesungen oder beziehungsweise singen lassen, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral, denn wovon lebt der Mensch? Und daran hat sich offenkundig nichts geändert. Politisches Engagement, politisches Interesse und den Glauben daran, etwas bewirken zu können, ist anscheinend ein gewisser bürgerlicher Luxus. Es wundert auch nicht, weil wer nach einem anstrengenden Arbeitstag, gegebenenfalls mit 2 oder 3 Jobs nach Hause kommt, der hat auch andere Sorgen und den Glauben daran verloren, dass er etwas bewirken kann. Die unmittelbaren Probleme müssen gelöst werden und das ist das große politische Feld häufig weit weg. Und wer am Leben überhaupt nicht mehr am öffentlichen Leben teilhat, so wie wir es alle tun, und wer vielleicht die Erfahrung der Selbstwirksamkeit noch gar nicht gemacht hat, oder die schon so lange zurückliegt, hat offensichtlich auch den Glauben daran verloren, mit dem Gang zur Wahlurne etwas bewegen zu können. Das wundert uns auch nicht, wenn wir wieder Fridays for Future als Beispiel nehmen. Da sind vor allen Dingen Bildungsbürgerkinder auf den Straßen und eben nicht die Kinder aus prekären Familien, die ausgerechnet gerade jetzt plötzlich die Idee haben, dass wenn sie ihre Stimme erheben, etwas bewirken können. Nein, die haben nämlich ganz andere Sorgen, nicht den potenziellen Weltuntergang übermorgen, sondern die machen sich Gedanken, ob sie einen Ausbildungsplatz bekommen. Ja? Also die jungen Menschen, die heute auf die Straße gehen und sich für den Klimawandel einsetzen, sind vermutlich die jungen Menschen, die ohnehin wählen gegangen wären, völlig unabhängig davon, ob es jetzt diese Bewegung gäbe oder nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass konsequentes Schuleschwänzen wohl kaum als Zeichen der Reife und gesteigerten Verantwortungsgefühl gewertet werden könnte und deshalb ausgerechnet diese jungen Menschen jetzt unbedingt wählen gehen müssten. Die Politikverdrossenheit hat in unserem Land viele Ursachen. Das Gefühl, die da oben machen eh, was sie wollen, wird man wohl kaum mit der Herabsenkung des Wahlalters verändern können. Das Vertrauen in die Politik ist dramatisch gestört. Die jüngsten Ereignisse rund um die Regierungsbildung in Thüringen tut ihr übrigens. Was sollen denn die Wähler darüber denken, wenn fast ein Viertel aller Wähler zwar erfolgreich ihre Stimme abgegeben haben, aber die gewählten Volksvertreter dazu verdammt werden sollen, völlig ohne Einfluss auf eine Regierungsbildung zu bleiben? Und Sie, liebe SPD, hatten vor den Bürgern in NRW etwas ganz Ähnliches anzutun. Sie wollten nicht nur an der Freiheit des Mandats kratzen, Sie wollen auch noch mit Ihrer Gesinnung dazu beitragen, dass letzten Endes der Wähler genau weiß, dass er mit der Abgabe seiner Stimme eben nichts verändern kann. Denn wenn er Veränderung wünscht und aus diesem Grund die einzige Oppositionspartei wählt und diese Partei von der Mitwirkung anschließend ausgeschlossen wird oder man sogar grundsätzlich verhindern will, dass die Opposition auf Wahlen wichtiger Funktionsträger oder Gesetze hinwirken kann, dann müssen Sie sich auch nicht wundern, dass immer weniger Menschen glauben, mit der Ausübung ihres Wahlrechts etwas bewirken zu können. Wenn Wahlen etwas verändern würden, dann wären sie verboten, so hat es einst Kurt Tucholsky gesagt, und ihre Bestrebungen lassen diesen Slogan traurige Realität werden. Sie sollten allesamt ihr Verständnis gegenüber der Demokratie überdenken. Das würde sehr viel mehr dazu beitragen, dass die Menschen nicht mehr so politikverdrossen sind, anstatt die Herabsenkung des Wahlalters auf das 16. Lebensjahr. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Borek-Danilowski.